Salam Deutschland, wir hoffen, dass diese Folge dir einen Denkanstoß geben kann, dein eigenes Bewusstsein und deinen eigenen Weg im Ramadan zu Allah subhanahu wa ta'ala zu finden. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, ihr konntet genauso viel daraus lernen wie wir. Viel Spaß. Salam. Okay, Bismillah, die Folge läuft. Und erstmal Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bevor ich in die Einleitung komme, haben wir eine klassische Frage. Wenn du jetzt einen Tee aussuchen könntest, welche Teesorte würdest du nehmen oder bist du Kaffeetrinker? Ich bin tatsächlich beides. Also es nimmt sich nicht viel. Wobei es gab ja eine Entwicklung. Also ich war tatsächlich früher reiner Teetrinker und dann hat sich irgendwie im Berufsleben als Werkstudent damals hat's angefangen. Man ist so ein bisschen reingerutscht, das ist wahrscheinlich so der Klassiker. Wenn ich aber einen Tee aussuchen müsste, dann würde ich wahrscheinlich einen grünen Tee mit frischer Minze, ich sag mal die klassisch marokkanische Art, auch wenn ich kein Marokkaner bin, aber das ist so anerkennend in Richtung allen marokkanischen Freunden. Das ist so für mich wirklich der beste Tee eigentlich. Auch mit extrem oder ein Drittel Zucker, oder? Um Gottes Willen, nee. Also das ist tatsächlich nicht die Art, wie ich ihn trinke. Das in der Tat nicht, also eher moderat, genau, also von daher, das wäre dann tatsächlich wohl die einzige Sache, die anzumerken wäre, die ich nicht so gut finde. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dann fangen wir auch direkt mit dem Intro an, weil es freut mich sehr, Bruder Bara Abu Al-Akhir bei uns begrüßen zu dürfen, hoffentlich sehr spannenden Eindrücken zu dem Thema, aber erstmal vielleicht zur Einleitung. Du bist 28 Jahre alt, in Deutschland aufgewachsen, verheiratet mittlerweile, Alhamdulillah. Hast deinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen gemacht, bist aktuell Vertriebsmanager in der Energiedienstleistung. Hast dann noch andere Tätigkeiten, du bist der, da musst du mich korrigieren, bei der AIWG, ich glaube Akademie für Islam und Gesellschaft oder genau, Wissenschaft. Der Name ist echt ein Zungenbrecher, also Akademie, Moment, AIWG, Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft, so. So war das, genau. Da hast du Fellow für ein Jahr zum Thema Nachhaltigkeit in den Moscheen. Ja, und dann sind wir auch schon beim ersten Stichwort, Buzzword, Nachhaltigkeit. Du bist auch in Anführungszeichen Mitglied bei Nur Energy, aber in Wahrheit gehörst du zum Vorstand, mashallah, mit dazu. Und mal zu den Pionieren, würde ich behaupten, ne? Im Thema Nachhaltigkeit in Deutschland zusammen mit Nur Energy. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo wir das jetzt stricken wollen, rund um Ramadan. Ne? Weil ich glaube, da gibt es viele Aspekte, wie man das betrachten kann. Ihr habt ja auch aktuell eine Kampagne. Oder ist es eine Kampagne oder ist es ein Projekt? Also Green Iftar ist tatsächlich eine Kampagne, also sozusagen von der Community für die Community. Und da geht es tatsächlich darum, dass unterschiedlichste Organisationen, aber auch Privatpersonen durch ihr Engagement das ganze Thema vorantreiben, versuchen sozusagen eine Plattform zu schaffen, wo eben grüne Iftare sichtbar werden. Und es geht auch, eigentlich letzten Endes geht es darum, dass sich Leute gegenseitig inspirieren und dass sozusagen eine weltweite Bewegung daraus entsteht. Von daher, es ist ganz klar eine Kampagne. Okay, und das hast du auch sehr schön gesagt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würdet ihr mit der Top-Lösung kommen, sagen, so muss es sein, sondern es ist dieser erste Anstoß, ne? Etwas ins Rollen zu bringen, damit das doch von der Community dann selber getragen wird und erweitert auch wird, ne? Mit verschiedenen Ideen, wo sicherlich viele ihren Beitrag leisten. Aber mal eine dumme Frage ganz kurz. Was ist ein grünes Iftar? So, also wenn ich jetzt so kindlich wäre, geht es jetzt darum, dass du Salat auf dem Tisch hast. Also was ist das Grüne? Was vielleicht sonst nicht beim Iftar ist. Es ist tatsächlich, so simpel die Frage klingen mag, es ist auch gleichzeitig wahrscheinlich die komplizierteste Frage, weil sie ja eigentlich den Kern trifft. Grün ist tatsächlich, zumindest aus unserer Perspektive, ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Also es geht nicht irgendwie darum, dass man, es ist nicht damit getan, dass wir jetzt beispielsweise sagen, irgendwie Biogemüse und dann ist sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es geht tatsächlich darum, sozusagen
wenn man so den ganzen Zyklus betrachtet, von beispielsweise von Lebensmitteln, dass man angefangen vom Bewusstsein, ne, also man verschafft sich sozusagen Bewusstsein darüber, wie achtsam praktiziere ich, wie achtsam handle ich, wie achtsam konsumiere ich, wie achtsam bereite ich Dinge zu. Und das beginnt eben damit, dass ich mir erstmal dessen bewusst werde, was kaufe ich eigentlich ein, woher stammen meine Produkte, wie wurden sie angebaut bzw. hergestellt, unter welchen Bedingungen wurden diese Produkte, Lebensmittel angebaut oder eben, wie gesagt, hergestellt. Das heißt, es ist tatsächlich der Ansatz oder der Versuch, die Menschen wieder dahin zu bringen. Also es geht nicht darum, dass wir sozusagen eine Innovation einführen im Sinne von, wir bringen jetzt etwas auf die Tagesordnung, was es so in der Form nicht gegeben hat, sondern tatsächlich ist es eher eine Rückbesinnung darauf, dass wir eben im Einklang mit der Natur, aber auch mit unseren Mitmenschen konsumieren oder beziehungsweise zubereiten oder was auch immer. Und das versuchen wir eben mit dieser Kampagne zu bezwecken, dass Menschen, wie gesagt, beginnen, in unterschiedlichster Hinsicht zu versuchen, keinen Schaden anzurichten, wenn ich es jetzt mal ganz platt formulieren darf, sondern eben ein Teil der Lösung zu sein, konstruktiv zu sein und eben, wie gesagt, einfach diesen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, im Einklang mit der Natur, mit der Gesellschaft und nicht, ich sag mal, dieser abgeschottete, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, egoistische Ansatz. Es geht nur um mich und die Produkte stammen aus dem Supermarkt und das war's, sondern die Geschichte beginnt tatsächlich weit vorher. Und dementsprechend tragen wir hier eine Verantwortung und wir versuchen, wie gesagt, sehr, sehr ganzheitlich eben, ne, auch durch eben islamische Prinzipien, die wir aus dem Koran kennen, aber auch aus der Tradition des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genau, also das heißt, es ist tatsächlich gar nicht irgendwie auf einen Punkt zu reduzieren, sondern eben es ist im Grunde auch ein Diskurs, ne, in dem auch wir sozusagen als Organisation stehen mit anderen Organisationen und wir lernen letztlich jeden Tag dazu. Aber jetzt hast du das, ich versuche mal diese Rolle des Laien sozusagen wahrzunehmen, ja, gerade auch als Muslim. Es macht natürlich alles Sinn, aber ich gehe jetzt in den Ramadan rein. Ich verzichte ja schon auf Essen, auf eine gewisse Zeit. Ich verzichte ja auf gewisse Sachen. Ich verzichte ja auf eine gewisse Form des Konsums während des Ramadan schon. Gibt es so ein plastisches Beispiel, ja, um einfach dann zu sagen, schau mal, deswegen ist dein Iftar vielleicht doch nicht so grün. Ja, weil die Frage, die sich vielleicht viele stellen, so wie du es eigentlich schon gesagt hast, eigentlich wollen wir sich zurückbesinnen auf das, was wir eigentlich schon Jahrzehnte, Jahrhunderte gemacht haben, ja, was selbstverständlich ist. Aber was hat sich denn verändert, dass wir zurückkommen müssen? Gibt es da irgendwie so ein greifbares Beispiel, um den einfach nur das zu illustrieren? Genau, es gibt eigentlich sehr viele. Ich greife jetzt einfach mal eins raus und gerne auch gleich mal vielleicht das heikelste, brisanteste, wo es oft zu vielen Diskussionen kommt. Nehmen wir das Thema Fleisch. Also Fleisch war letztlich, ich glaube, würde fast behaupten, über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg ein Luxusgut. Man hat einen ganz anderen Bezug zu Tieren. Ne? Also wenn wir zurückdenken, wir müssen gar nicht mal so weit zurückgehen, also müssen uns nur mal mit der Oma unterhalten, gegebenenfalls sogar schon mit den Eltern. Und wir werden auf ein ganz anderes Bild stoßen und das vehement dem widerspricht, dass wir tatsächlich heute oder über das wir heute verfügen. Beispielsweise das Verständnis von, ich konsumiere jeden Tag Fleisch und das ist absolut okay, aber ohne zu wissen sozusagen, was man damit anrichtet und wie weitreichend das ist. Also es fängt schon damit an, Menschen hatten früher einen anderen Bezug. Also man stelle sich vor, man hat irgendwie, es ist auf dem Land und man hat eine Kuh und die wächst auch jetzt, ich sag mal, frei von Pestiziden und irgendwelchen chemischen Zugaben und wir kennen das alle, ne? Also das sozusagen heute die Massentierhaltung in jeder, wirklich in jeglicher Hinsicht zu kritisieren ist. Und dadurch, dass wir eben diesen Bezug verloren haben,
diesen Bezug und verstehen, wie sozusagen ein Tier überhaupt zu züchten ist und welche Rechte ein Tier eigentlich auch hat. Und dass es sich letztlich um eine Schöpfung handelt von Allah subhanahu wa ta'ala, haben wir eine so große Distanz aufgebaut, eben unter anderem zur Landwirtschaft, aber auch eben zu Bauern und die sozusagen tagtäglich genau diese Prozeduren durchspielen und sozusagen wissen, was es heißt, Tiere zu züchten, haben wir nicht mehr wirklich, ich sag mal, wir haben so ein Stück weit den Boden unter den Füßen verloren. Also für uns ist letztlich das Fleischstück ist einfach, es beginnt im Supermarkt und dort kaufen wir es ein und machen uns keinerlei Gedanken darüber, was wir eigentlich damit anrichten. Und Schäden werden unter anderem, also wenn man jetzt mal nur ein paar benennen wollen würde, es kommt zu großen Waldrodungen, man versucht Monokulturen sozusagen zu züchten, beispielsweise Soja. Soja wird wiederum beispielsweise aus Südamerika transportiert nach Europa. Also das heißt, hier gibt allein der Transport ist schon sozusagen ein großer Treiber von CO2. Und dadurch eben, dass Wälder gerodet werden, Monokulturen gezüchtet werden, bedeutet das auf der anderen Seite, es wird viel Lebensraum vernichtet für viele Lebewesen, viele Pflanzen, das geht ja damit einher, ich züchte sozusagen nur eine bestimmte Kultur, die ich haben möchte und damit geht ja einher, dass ich viele andere Kulturen sozusagen vernichten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist sozusagen schon der erste große Schaden. Dann muss man bedenken, ne, Bäume sind sozusagen die Lunge der Erde, auch schon der nächste Schaden. Und da sind wir noch nicht mal angekommen beim Aspekt der Moral. Also du siehst, es ist eine endlose Kette. Und wie gehe ich dann sozusagen mit diesen Tieren um? Was habe ich für ein Verständnis von Tier? Ist das Tier eine Anlage? Ist das Tier irgendwie eine Maschine, mit der ich arbeite, oder ist es tatsächlich ein Lebewesen? Und dieses Verständnis haben wir heute tatsächlich nicht mehr. Wir entwürdigen im wahrsten Sinne des Wortes Lebewesen. Wir respektieren auch nicht mehr die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala und verstehen auch unsere Funktion als Khalifa nicht mehr. Das heißt eigentlich, wenn ich es reduzieren müsste, das könnte man jetzt wirklich endlos weiterführen, das ist nur ein Beispiel, wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal bei Fleisch stehen geblieben, erkennen wir ganz schnell, es hat viel damit zu tun, dass wir eine sehr, sehr große Distanz zur Natur vorweisen. Also wir haben nicht mehr die Nähe, wir leben nicht mehr im Einklang mit der Natur, sondern wir leben tatsächlich sehr konsumgetrieben, sehr egoistisch, hinterfragen Mechanismen nicht mehr. Und das sorgt eben dazu, dass wir eben immer mehr, ne, nach Wachstum streben, nach immer mehr. Und wir sind eigentlich, der Anspruch ist, durchgängig gesättigt zu sein, auf Kosten, ja, auf Kosten von allem, auf Kosten von Mensch, auf Kosten von Lebensraum, auf Kosten von Erderwärmung, auf Kosten von Tierquälerei und die Kette geht endlos weiter. Ich glaube, du hast zu Beginn auch vor allem einen Punkt genannt, Bewusstsein einfach und vor allem auch Gottesbewusstsein, wie wir das zum Beispiel nennen bei unserem Glauben, ne? Taqwa, einfach zu wissen, welche Folgen haben meine Handlungen. Und ist das überhaupt so, auch wenn es im ersten Schritt normal scheint, ich sättige mich, ich konsumiere und all das Ganze. Und wenn man dann merkt, okay, da ist das doch nicht so. Ich mache etwas auf Kosten von jemand anderem, sogar von anderen Menschen teilweise, ne, die dann von, den Umweltschäden und all was damit einhergeht, dadurch auch leiden müssen. Und sich dann zu fragen, ist das Sinn der Sache? Ne? Und auch vor allem, du plädierst jetzt nicht dafür, dass man Sachen nicht machen soll, sondern so wie ich das raushöre, du plädierst eigentlich dafür, Sachen zu machen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eigentlich vorgelebt hat. Ja, ein Khalifa zu sein, jemand, der etwas repräsentiert und auch der dahingehend schützt, Gerechtigkeit für alle Welten, genau wie er eine Barmherzigkeit für alle Welten sozusagen war. Das heißt, genauso wie für die Naturwelt, für die Tierwelt und so weiter und so fort. Und das finde ich so spannend, weil ich hatte vorher mit anderen Geschwistern, als wir Gespräche hatten, gerade was das Thema Konsum angeht, so dieses Konsumieren meiner Meinung nach, das nimmt uns das Gottesbewusstsein weg. Weil du bist dann plötzlich in einem Modus,
wo du dann denkst, okay, ich brauche jetzt nichts, weil ich habe ja alles um mich herum, deswegen denkst du auch gar nicht mehr darüber nach, woher kommt das eigentlich, was passiert damit, ist meine Handlung so entsprechend richtig, weil es ja alles super um mich herum. Ja, und das ist so diese Brücke, die ich gerade schlage, dass dieser exzessive Konsum vor allem eben dazu führt, dass wir einfach ein Bewusstsein dafür verlieren, was möchte Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich von uns, und vor allem auch, wer hat das beste Vorbild, was wir als Muslime haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das eigentlich vorgelebt. Ich meine, er hat ja Fleisch gegessen, so ist es ja nicht, aber die Art und Weise und gerade wie er dann gesorgt hat, dass dadurch niemand zu Schaden kommt, allein am Beispiel, wie oft er jetzt Fleisch gegessen hat, und da ist das Stichwort Luxusgut, ne? Das zeigt ja wieder, wenn man dem folgt, dann folgt man ja eigentlich der Neigung, was letztlich in einer materialistischen Welt einfach so ist, den Luxus zu maximieren. Weil anderes hast du ja nicht. Wonach sollst du ja denn sonst streben, außer noch gemütlicheres Auto zu haben, noch gemütlicheres Haus. Nicht, dass schlecht ist, dass du das hast, aber es ist die Frage, was opferst du dadurch ein? Deswegen fand ich das sehr schön von dir illustriert. Also es ist in der Tat so, dass das Konsum tatsächlich mit der zentrale Begriff ist, ne? Und er steht, ich würde sogar weitergehen, zum Teil, er kann zumindest zum Teil in gewissen Kontexten im völligen Widerspruch stehen zu dem, was wir unter Iman verstehen, in dem, was wir unter Bescheidenheit, also all diese Prinzipien, die wir aus dem Koran kennen, wir sollen nicht verschwenden, wir sollen gerecht sein, wir sollen auch, also in dem Kontext natürlich auch keine Ungerechtigkeit unterstützen, wir sollen nicht überheblich sein und. Dementsprechend, wenn wir das sozusagen jetzt im Kontext der Taqwa versuchen einzubetten, also sprich, du hast es so schön mit Gottesbewusstsein übersetzt, muss man sich in der Tat fragen, inwiefern hinterfragen wir eigentlich jede Entscheidung, weil Gottesbewusstsein / Achtsamkeit erfordert ja, und also wir reden ja tatsächlich über ein sehr zentrales, ich weiß nicht, ob Anliegen jetzt der richtige Begriff ist, aber Anliegen des Korans, dass sozusagen, oder von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sozusagen der Mensch zur Taqwa gelangt, und wir werden sicherlich auch noch über Ramadan sprechen, und dass sozusagen Taqwa letztlich auch das zentrale Ziel des Ramadans ist, und es wird ja im Koran letztlich auch klar benannt als sozusagen das Ziel. Und ich möchte hier vielleicht noch abschließend zu dem Punkt sagen, es sagte mal einer der Rechtschaffenen so schön, wie kann ein Mensch oder in dem Fall ein Gläubiger, ein Mu'min, tatsächlich Iman in sich tragen, wo doch Zerbrechlichkeit ein zentrales Element von Iman ist, also dass du sozusagen dir dessen bewusst bist, dass du gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zerbrechlich bist und du bist ihm unausweichlich und ausnahmslos, also faktisch, also ausgeliefert ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber du stehst in einer absoluten Abhängigkeit ihm gegenüber. Das heißt, du brauchst diesen Zustand der Zerbrechlichkeit. Aber wie kann ich tatsächlich diesen Zustand der Zerbrechlichkeit erlangen, wenn ich durchgängig gesättigt bin? Es geht mir immer gut. Ich lebe im absoluten Komfort. Ich verfüge über einen super Wagen, ich kann mich bewegen, wie ich möchte, ich kann reisen, so oft ich will, sobald ich irgendwie Lust auf gewisse Lebensmittel habe oder Lust habe, irgendwie einen teuren Steak zu kaufen, dann tue ich das. Und all diese Dinge waren eben in der Vergangenheit, vielleicht ist das eben die Prüfung schlechthin in unserer Zeit, dass wir eben mit Einfachheit geprüft werden. Ich finde, also man merkt auch direkt, ja, dass dieses Thema Green Iftar, das geht über Ramadan hinaus. Ja, also also was ich schade finde, ja, in vielen Aspekten, wie ich zumindest das mitbekommen habe oder mitgelehrt habe, ist, dass wir gewisse Handlungen tun, jetzt zum Beispiel Ramadan, wenn wir jetzt den Schwenker direkt dahin machen, aber wir tun die Handlung so komplett ohne Seele und komplett ohne Charakter in dem Sinne, dass wir fasten, ja, aber wir fasten, weil wir denken, wir können fasten, wenn das Sinn macht, weißt du? Wir fasten einfach, weil wir sagen, okay, ich habe jetzt entschieden, fasten zu können. Ich hab das jetzt, also ich bin derjenige, der das dahingehend steuert, ohne den Zweck dahinter, sich die Gedanken darüber zu machen, okay, warum faste ich eigentlich? Was ist die Essenz des Ganzen? Und zwar, dass tatsächlich
ich diese Zerbrechlichkeit und dieses Bewusstsein vor mir habe, dass diese ganzen, dieser ganze Konsum oder die Ablenkung, die um mich herum ist, eigentlich nur eine Barriere zwischen Allah subhanahu wa ta'ala und mir sozusagen letztendlich herstellt. Und dass man die bewusst wegdrückt, bewusst entfernen möchte, um diese Nähe wieder zu haben. Weil ich meine, jeder, der auch nur ein bisschen, sag ich mal, im Ramadan investiert, unabhängig jetzt davon, wie religiös man sich etc., jeder spürt das, ne? dass da eine gewisse Nähe ist, gerade auch, weil das so viele um einen herum machen, aber auch selber, weil man in diesem Modus ist, eben nicht oder sich aktiv dazu verhält, gewisse Dinge zu unterlassen. Aber darüber hinaus, aber trotzdem zu wissen, ich bin wirklich abhängig. Ich bin nicht gerade einfach nur hungrig, weil ich gesagt habe, ich esse nicht, sondern ich bin quasi diese ganze Stillung, alles, absolut, die kommt letztendlich von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Mhm. Und dass dieses Paradoxe, wenn man sich die ganze Zeit, das ist, ich meine, man muss sich das einfach nur vor Augen halten oder immer wichtig vor Augen zu halten, dass, egal mit welcher Gotteshandlung letztendlich auch, es ist immer vorher eine Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala, das überhaupt tun zu dürfen. Ne? Also wenn man denkt, dass man in die Moschee geht, dann ist das nur, wenn man diese Möglichkeiten hat, überhaupt in die Moschee gehen zu können. Wenn man denkt, dass man fasten kann, dann ist es nur, wenn man etwas zu essen hat, was man fasten kann. Ja. Ja, ich will gar nicht jetzt aufmalen, ne? Es gibt ganz andere Stellen, da haben Leute ganz andere Probleme, die fragen sich, ob sie überhaupt das fasten dürfen, weil sie nichts zu essen bei sich haben beispielsweise. Tatsache, ja. Und ich glaube, das ist so, wo der Geist in vielerlei Gottesdiensten ein bisschen verloren geht, dass man sich damit letztendlich beschäftigt. Und meine Frage dahingehend an dich ist, gibt es irgendein Ratschlag oder irgendeine Frage, die man sich jetzt in Ramadan vielleicht die ganze Zeit mitnehmen kann oder stellen kann, als Check einfach? Gibt es da irgendwie so einen Trick oder irgendwie, weil das Mindset, ne, der Gedanke, der ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der muss viele Gewohnheiten ablegen, dafür ist ja Ramadan auch da, dass man eben gewisse Gewohnheiten Stück für Stück ablegt, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Gibt es da vielleicht etwas von deiner Seite, wo du denkst, wenn du nur daran denkst, oder wenn du nur diese Frage, die immer ehrlich beantwortest, dann machst du schon einen Riesenschritt. Ist jetzt natürlich subjektiv, aber ich glaube, genau das ist ja das Interessante, dass wir sozusagen in einen Dialog kommen und uns gegenseitig inspirieren. Von daher möchte ich sozusagen schon mal vorwegnehmen, also es gibt sicherlich nicht diese eine Formel und wenn man die anwendet, so wie in der Uni, so, ne, Schema F, wenn du die Formel benutzt, kommst du ans Ergebnis. Ich glaube, woran es uns tatsächlich mangelt, also vielen Muslimen, man kann natürlich nicht für alle sprechen, ist dieser Reflexionsprozess, also dieses, wie oft nehmen wir uns tatsächlich die Zeit, über Dinge zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen, Dinge versuchen zu verstehen und tatsächlich versuchen, eine bessere Version von uns zu werden, also sozusagen Tag für Tag an uns zu arbeiten, Tag zu Tag zu schauen. Also beispielsweise ist bekannt über rechtschaffene Menschen, aber auch über Sahaba ist bekannt, dass sie sozusagen tagtäglich mit sich selbst in Rechenschaft gegangen sind. Also so, also von Omar beispielsweise, radiallahu anhu, ist ja bekannt, dass er gesagt hat, dass man sich selbst, ne, dass man sich selbst zur Rechenschaft ziehen soll, sozusagen in der Dunya, bevor Allah subhanahu wa ta'ala einem am Tag des Gerichts zur Rechenschaft zieht. Und ich glaube, das ist etwas, ich kann zumindest nur von mir reden, was wir leider nicht kontinuierlich machen. Das heißt, damit fängt's an, sozusagen die Bewusstseinsschärfung. Bevor ich sozusagen über große Themen rede und über große Missstände, das ist alles wichtig und das hilft mir dazu. Ich will das gar nicht schmälern, das hilft definitiv, dass ich sozusagen die Welt besser verstehe. Ich verstehe die Mechanismen, ich verstehe, dass meine persönliche Konsumentscheidung einem Kind in Thailand schadet. Dass ich sozusagen in einem unmittelbaren Zusammenhang stehe zu anderen Menschen, zum Leid von anderen Menschen, das hilft sicherlich. Aber ich glaube, erstmal müssen wir diese Bereitschaft haben, was ist überhaupt mein Ziel im Ramadan? Was will ich erlangen? Und letzten Endes haben wir ja vorneweg gesagt, also das heißt ja im Koran, nur um damit wir das einmal benannt haben, Surat al-Baqarah, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Also sinngemäß übersetzt, o ihr, die ihr glaubt, das Fasten wurde euch sozusagen
auferlegt, wie es denjenigen vor euch auferlegt wurde, auf dass ihr Taqwa erlangen möget. Und wir haben jetzt Taqwa mit Gottesbewusstsein sozusagen beantwortet. Das heißt letztendlich, das Ziel ist so klar benannt, also da kann man sich eigentlich jegliche Diskussion sparen, worum geht's hier und philosophieren, kann man gerne machen. Aber letzten Endes ist dieser Vers da und wir sehen eben diesen Begriff der Taqwa, der ist absolut elementar. Es geht um Bewusstsein, Achtsamkeit. Und da müssen wir wirklich mit uns ins Gericht gehen und einfach versuchen, darüber zu reflektieren, wie achtsam leben wir. Also nicht nur, wie achtsam verrichte ich mein Gebet, also das ist ja auch schon aller Ehren wert, dass wir achtsam beten, aber wie achtsam treffe ich Entscheidungen? Und das bezieht sich, der Anspruch eines Muslims ist es dann also am Ende des Tages, jede Entscheidung, das ist natürlich unmöglich, also natürlich machen wir auch viele Dinge unbewusst, aber das ist der Anspruch. Ich sage nicht, dass es die Realität ist und dass es die Realität sein wird, aber der Anspruch ist, dass wir so viel Entscheidungen wie möglich achtsam und bewusst treffen. Und da werden wir tatsächlich merken, dass wir ganz anders leben, weil wenn ich achtsam einkaufen gehe und mir tatsächlich die Frage stelle, wie gesund ist überhaupt diese Paprika? Wurden hier Pestizide angewendet? Kam hier Glyphosat zum Einsatz? Wurden Menschen unter Menschenrecht, also Menschen unwürdigen Verhältnissen dazu gezwungen zu arbeiten, damit ich eben diesen Luxus habe? Ist das überhaupt gesund für mich? Dieser Körper, wie gesagt, der gehört gar nicht mir. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, ja gut, es ist jetzt mein Körper dann. Ich kann mir ja selbst schaden, ist ja meine Sache. Sondern hier fängt ja schon das Problem an, dass du schon sozusagen denkst, du verfügst über etwas, worüber du faktisch gar nicht verfügst. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es geht letzten Endes wirklich darum, zu versuchen, so viel wie möglich achtsam zu praktizieren. Also wirklich immer wieder zu sagen, okay, warum mache ich das jetzt gerade? Wieso habe ich diese Entscheidung getroffen? Wieso verhalte ich mich gegenüber gewissen Menschen so und gegenüber anderen so? Wieso auch so, ich meine auch größere Dinge, wieso studiere ich eigentlich das? Was will ich damit erreichen? Inwiefern will ich damit den Leuten dienstlich sein? Wie kann ich überhaupt den Menschen einen Dienst erweisen damit? Und das sind glaube ich, tatsächlich Dinge, die beziehen sich in erster Linie auf das Persönliche. Und ich glaube, wir, ich will nicht sagen, wir flüchten davor, aber es ist tatsächlich etwas, wofür man sich Zeit nehmen muss im Ramadan. Man hat Gelegenheit dazu. Eben dadurch, dass man ja, das ist ja auch irgendwo die Sinnhaftigkeit. Wir sind eben nicht beschäftigt damit, ständig irgendwie zu konsumieren, Kühlschrank aufzumachen. Das erkennen wir tatsächlich. Also auf einmal haben wir Zeit, die wir scheinbar davor die ganze Zeit nicht hatten. Und da merken wir eigentlich, wie viel tatsächlich auf Konsum zurückzuführen ist. Ich finde das so schön, ja. Die zwei Punkte hast du jetzt genannt, ja. Einmal Bewusstsein zu stärken, zu schärfen und zwei, sich die Zeit zu nehmen, weil die frei geworden ist, durch andere Tätigkeiten, die man plötzlich unterlässt, ja, die man plötzlich auch, ich sag mal, natürlicherweise dann sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr im Ramadan, ja, was auch immer das sein sollte, ne, aber ich glaube, da hat irgendwie jeder, bringt ja irgendwie so seinen Ballast mit, wo er dann sagen kann, oder wo sie dann sagen kann, im Ramadan dann erstmal runtergeschaltet, ne, und ich finde, das trifft es ziemlich sehr, was ich eben versucht habe zu beschreiben mit den Geist verlieren ist, ich kenne das ja auch anders, ne, du gehst in Ramadan, dann hast du deine Checkliste und so viel Koran muss gelesen werden und so viel Nachtgebete und so viel, und all das hin und her, und das Problem oder das, was ist natürlich gut, ohne das jetzt schlecht zu reden, ne? Aber das, was ich finde, bei mir sehr oft oder auch vielleicht beachte, du musst jetzt schnell noch deine Seiten lesen, damit du das für den Tag geschafft hast und alles. Was hinten weg einfach fällt, ist, erlange ich dadurch mehr Bewusstsein? Also nicht, dass ich sagen möchte, das ist jetzt nicht gut, zum Beispiel den Koran zu lesen, aber also nimmst du dir die Zeit, um dein Bewusstsein zu stärken?
Und danach sollte man, glaube ich, seinen Plan ausrichten. Natürlich gibt es da viele gute Tipps und Checklisten und was man alles den Ramadan ein bisschen geordneter und strukturierter machen kann. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Information links und rechts an einem vorbeifliegt und man versucht so ein Standard-Set, das ist dein perfekter Ramadan und so weiter, das wirst du niemals nirgendwo finden, weil das auch überhaupt nicht ist überhaupt nicht dein Ziel, ne? Das Ziel ist für dich selber in deiner Situation, ob du jemand bist, der gerade angefangen hat zu beten, ob du jemand bist, der jedes Nachtgebet in jedem Jahr gelesen hat, unabhängig davon, das Ziel ist für jeden individuell, wie steigerst du dein Gottesbewusstsein und wie kommst du da auch aus Ramadan besser raus, ja? Und es fängt damit, glaube ich, an, dass man sich eigentlich im Optimalfall schon vorher die Fragen gestellt hat und sich auf Ramadan vorbereitet hat, um dort dann diesen Marathon oder diese Akademie durchzulaufen. Aber spätestens dann im Ramadan zu schauen, okay, ich bin jetzt hier, eine Sache stelle ich mir sicher, ich nehme mir dann auch die Zeit, nachzudenken und zu reflektieren. Definitiv. Wie dann die Handlung da drin aussieht, ne? Koran lesen oder vielleicht was zuhören, ein Buch sich durchzunehmen, ein eigenes Projekt, in dem man sich, ich weiß nicht, mit den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala beschäftigt, Tafsir von Versen. All das Ganze gehört mit dazu, aber was immer damit verknüpft sein muss, ist Bewusstseinsstärkung. Also Allah subhanahu wa ta'ala am Ende des Tages näher gekommen zu sein und sagen zu können, Subhanallah, ja nee, ich habe einen Fortschritt gemacht zum letzten Jahr. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, den man ganz stark unterschätzt. Und damit auch vor allem, woran ich merke zumindest, und das habe ich auch bei mir gemerkt, das gilt jetzt an allererster Stelle an mich, dass diese Form von Bewusstseinsstärkung gar nicht da ist. Ich werfe das mal im Raum. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Bruder, aber immer wieder trifft man Geschwister, ja, denen wird halt diese Kritik vorgeworfen, es sind Ramadan-Muslime, ne? Im Sinne von im Ramadan sind sie dann nur, oder ich weiß nicht, Fasten ohne Gebet funktioniert nicht. Also man merkt, dass sie etwas tun, wo wir aber eigentlich davon ausgehen, hey, so bist du eigentlich gar nicht. Ne? Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gar nicht bewusst sind, dass wir alle genauso sind. Also jeder von uns macht in Ramadan etwas, was er außerhalb von Ramadan nicht macht. Wo ist der Unterschied zwischen der Person, die vielleicht, okay, hat Mängel hier und dort, alles schön und gut, aber dass dieser Gedanke, mir ist er sehr oft zum Beispiel gekommen, du siehst Geschwister so und dann beten die nicht, was die Sinnhaftigkeit von Ramadan dann, wenn du fastest und so weiter. Okay, das ist eine Sache, aber dann sollte niemals dieser Gedanke sein, hey, im Sinne von, ja nee, es ist schlecht, was er macht, sondern macht direkt Dua bewusst, dass er besser wird. Du willst doch auch selber besser werden im Ramadan. Das heißt, wenn einem selber überhaupt dieser Gedanke kommt, hey, das passt eigentlich gar nicht zusammen, oder der strengt sich jetzt nur gerade an, keine Ahnung, weil das alle Leute um ihn herum machen. Khalas, du strengst dich doch auch an im Ramadan. Ne? Und das ist so wo ich denke, man merkt, dass wir selber gar nicht das Bewusstsein haben, auch wenn wir sehr, sehr viele Sachen im Ramadan tätigen. Vielen Dank für die Ausführung. Du hast viele sehr wertvolle Dinge benannt, die auch mich wirklich tatsächlich extrem zum Denken anregen, weil wir uns tatsächlich, wie du gerade am Ende gesagt hast, wir ertappen uns immer wieder selbst. Also woran ich zum Beispiel denken musste, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist in Quraysh will das Gute für die Menschen und ist bekannt für seinen Charakter und für seine Wahrhaftigkeit, für seine Vertrauenswürdigkeit und wünscht sich für die Menschen um sich herum das Beste und wird auf härteste Art und Weise bekämpft, ob es jetzt nun in Mekka ist oder in Taif, wo er wirklich am Rande ist, und nichtsdestotrotz immer weiter im Sinne für diese Menschen sich aufopfert und versucht, so vielen Menschen wie möglich sozusagen ans rettende Ufer zu ziehen. Wo sind wir von diesem Verhalten? Also inwiefern können wir uns wirklich mit dieser Verhaltensweise und mit dieser Liebe gegenüber der Menschheit, ich kann hier noch nicht mal Muslime sagen, weil ich meine, ich rede hier über Quraysh, über Leute, die dem Islam gar nicht entfernter sein konnten. Und wir reden hier über Menschen, die ihn bekämpfen. Wie kann dann sozusagen ein ich sag mal, meine Wenigkeit dann einem Muslim, der diesen Versuch unternimmt, im Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, mit welcher Intention urteile ich überhaupt über diese Person?
Und was sagt das über meinen Charakter aus? Was sagt das über meine Geschwisterlichkeit aus? Was sagt das über, was sagt das letzten Endes tatsächlich über mein Verständnis von Islam aus, wenn ich ständig nur am Kritisieren bin oder sozusagen die Fehler bei anderen suche und ihnen praktisch auch noch die Hoffnung nehmen will? Also daran musste ich erstmal denken. Dann hast du darüber gesprochen, dass es ja gar nicht diesen Ansatz gibt, sozusagen, dass man sagt, okay, ich muss den Koran durchlesen. Ja, dann hörst du irgendwie Imam Shafi, er hat den jeden Tag einmal durchgelesen, zweimal durchgelesen. Diese Geschichten kennen wir alle. Und dann kommst du so mit deinem stottrigen Arabisch und kämpfst um dein Leben so und verbringst den ganzen Tag damit, irgendwie deine paar Seiten zu lesen und rechnest dann hoch, okay, ich muss morgen das Doppelte lesen, damit das irgendwie noch hinkommt, etc. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte von einem großen asketischen Gelehrten, Al-Fudayl ibn Ayyad ist sein Name. Und der ist auch bekannt in der islamischen Tradition. Man hat ihn genannt der Abid al-Haramain, also sozusagen der Diener der beiden Haram-Moscheen, weil er praktisch, das war sein Markenzeichen, ihn hast du nur im Gebet gesehen. Ob das nun in der Prophetenmoschee war oder in Mekka. Der hat sein Leben damit verbracht. Und das war sein persönliches Verständnis von Islam. So, ne? Also ich sage nicht, dass er er war ein Gelehrter, aber sozusagen für ihn war das sozusagen die wertvollste Tat, sonst hätte er sie ja nicht so offensiv praktiziert. Und er hat irgendwann sozusagen mitbekommen von Imam Malik, der Tausende von Schüler hatte, und das war ja sozusagen eigentlich schon innovativ, die Form von Unterricht, dass Leute gereist sind, von weit weg sich hingesetzt haben, gelernt haben, vom größten Gelehrten, von demjenigen, der, ich sag mal so, der Gelehrte seiner Zeit neben Imam Abu Hanifa war, und schreibt ihm einen Brief, in dem es sinngemäß so heißt, so, verehrter Imam, mir ist aufgefallen, dass du viel zu viel Zeit dem Lehren von Schülern widmest. Und fürchte Allah, ne, es wäre besser für dich, wenn du mehr Zeit dem Gottesdienst widmest. Das schreibt der Imam Malik. So, ne? Und das ist so interessant. Jetzt antwortet Imam Malik, und das ist so ein wertvolles Verständnis, und das spielt komplett auf das ein, was du gesagt hast. Er antwortet ihm nämlich damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Arzak unterschiedlich verteilt hat, die Gaben und die Fähigkeiten, die Kompetenzen sozusagen, unterschiedlich verteilt hat an die Menschen. Nicht jeder verfügt über die gleichen Kapazitäten. Und dann sagt er sinngemäß weiter, und die Arzak beschränken sich halt keinesfalls auf das Materielle, und sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala einige Menschen mit der Liebe zum Spenden gesegnet hat, einige Menschen hat er mit der Liebe zum Wissen gesegnet, einige hat er mit der Liebe zum Gottesdienst gesegnet, einige hat er mit der Liebe zum Dschihad, der Anstrengung gesegnet, und jedem hat Allah subhanahu wa ta'ala das letzten Endes erleichtert, wofür er oder sie bestimmt wurde. Und das ist so eine schöne Überlieferung, ich liebe sie. So, ne? Also du musst dir vorstellen, ich hab früher so viele Jugendgruppen vorgetragen, und egal um welches Thema es ging, ich versuche immer diese Gegebenheit einzubauen, weil sie so wertvoll ist. Und sie spricht letzten Endes für die Individualität, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Wir sind keineswegs, wie es oft dargestellt wird, der Koran ist irgendwie der Bedienungsanleitung und erstens, zweitens, drittens, und wenn du das machst, hast du gewonnen. Natürlich gibt es diese universellen Empfehlungen, aber worauf du dich letzten Endes fokussierst und was du versuchst, irgendwie zu einer Perfektion zu führen, wohlwissend, dass Perfektion nicht zu erreichen ist, aber das ist am Ende des Tages dir überlassen, und das ist deine Chance im Ramadan zu schauen, okay, was ist das, was ich sehr gerne mache? Vielleicht spendest du sehr viel, ja, aber im Verborgenen. Und das wird Allah subhanahu wa ta'ala dir sehr, sehr hoch anrechnen. Und wir wissen sehr wohl, dass die Maßstäbe bei Allah subhanahu wa ta'ala ganz andere sind. Ne? Wir kennen alle die Überlieferung der Prostituierten, die dem Hund zu trinken gibt, kommt ins Paradies, andere beten das ganze Leben und kriegen erlangen nicht diese Stufe dieser Frau. Jetzt könnten wir sagen, wie unfair ist das, was soll das? Nein, letzten Endes ist aber eine Sache klar, daran hast du mich nämlich auch erinnert in deiner Ausführung,
Und das geht einher mit Achtsamkeit. Jetzt könnte man sagen, ja, warum ist Achtsamkeit so wichtig? Und so, ich mache doch alles und ja, gut, dann wird es halt manchmal Gewohnheit, aber ist doch gar nicht so wichtig. Letzten Endes geht es auch nur darum, dass wir machen. Also das ist ja auch oft das Verständnis von vielen. Aber eigentlich die erste Überlieferung, zum Beispiel in Riyadus Salihin, ist ja Al-A'malu bi-Niyyat. Ja, die Taten sind gemäß ihrer Absichten. Stimmt. So, und Ach so. jetzt die Es ist hier fast schon unmöglich, keine Brücke von Absicht zu Achtsamkeit zu schlagen. Weil, wenn es heißt, Al-A'malu bi-Niyyat, also die Taten sind gemäß ihrer Absichten, dann muss ich mir ja offensichtlich dann doch die Frage stellen, oh, das mit der Achtsamkeit war dann doch sehr, sehr zentral und sehr, sehr elementar, weil wenn ich eine Absicht fasse, geht das ja automatisch damit einher, dass ich eine Tat achtsam begehe, bewusst begehe, weil ich habe ja eine Absicht gefasst. Subhanallah. Und hier schließt sich für mich gerade der Kreis einfach, weil wir haben eben vom Konsumindividualismus gesprochen und jetzt sprechen wir von einer gleichen Form des Individualismus, aber eine spirituelle Form, die eben das Gute in sich selbst produzieren soll. Und wenn wir jetzt davon sprechen, achtsam zu sein oder sich selber zu hinterfragen, gerade im Monat von Ramadan, und das hast du super schön gesagt mit der Überlieferung von Imam Malik, Rahimahullah, dass du, und das kommen wir immer wieder beim gleichen Thema an, dich selbst kennen musst, dich selbst verstehen musst in dem Sinne, welche Gabe hat dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, und gerade mit dieser Gabe dann nimmst du dann alles auseinander, sogar im Ramadan, da machst du noch mehr, als du sonst machst, in diesem Bereich. Der eine, der viel beten konnte, der betet noch mehr im Ramadan. Der eine, der viel Koran liest und das genießt, der macht das noch mehr im Ramadan. Natürlich hat jeder eine gewisse Basis, die er mitbringt, ja. Aber es gibt diese eine Sache oder die zwei Sachen, die du dann als Mensch in Anführungszeichen perfektionierst, weil das ist mein Verständnis, wenn ich mich zum Beispiel dem Prophet Sassan mitbringe. Er bringt alles mit. Der Prophet Sassan hat alle Sachen, alle Paletten. Aber das ist gerade das Schöne, weil ich als Individuum, ich als niemand dann kommen kann und sagen kann, boah, das, was der Prophet Sassan gemacht hat, das kann ich auch richtig gut. Ja, da bin ich, da bin ich der Ass drin. Subhanallah, da versuche ich gerade mit dieser Achtsamkeit und mit dieser Absicht dann, dieses Gute zu fördern für mich, für meine Mitmenschen und die Leute um mich herum. Und ich glaube, das ist dieser Check, ja, wo sich der Kreis dann schließt, wenn du dich selber hinterfragst, du irgendwann mal zu diesem Punkt gelangst und dann auch zu, sage ich mal, diesen, nicht weil das der Grund ist, damit Leute so über dich sprechen, aber dadurch wurden halt diese Leute zu. Der hat es geschafft, den Koran in der ganzen Nacht zu lesen. Aber es liegt nicht daran, dass er ihn gelesen hat. Er hat diese innere Ruhe darin verspürt, das zu machen. Deswegen hat er das gemacht. Er hat es nicht gemacht, damit er die Checkliste abhängt und sagt, ich habe einen Koran in der Nacht gelesen. Das war nicht dieses Verständnis, was die Leute da mitgebracht haben, war ein ganz anderes. Und das ist für jeden, sage ich mal, Otto normal Muslima, entsprechend was anderes, ja. Und das finde ich, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Natürlich kann man Ramadan gewisserweise strukturieren, organisieren. Das hilft jemandem mal, die Übersicht zu haben. Aber am Ende des Tages, ich glaube, das ist dann die Essenz dann auch von allem, wo wir dann, warum Achtsamkeit, warum Absicht, das müsste man vielleicht einmal klar benennen. Am Ende des Tages, Barash, stehst du für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Und ich stehe für Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Genau wie alle anderen Menschen auch für Allah subhanahu wa ta'ala alleine stehen. So, das ist dein Weg. Deswegen bringt ein Vergleich nach links und nach rechts gar nicht, sondern du schaust auf die Leute, von denen du lernen kannst, und du pickst dir das raus, was dir dahingehend sozusagen am meisten nützt. Alhamdulillah, ja. Subhanallah. Ich kann es nur zurückgeben, also wirklich, ich nehme sehr, sehr viel mit aus dem Gespräch, weil ich tatsächlich dann doch auch bei mir feststelle, auch wenn ich sozusagen kommuniziere, ertappt man sich ja immer wieder selber dabei, wie sehr man, ich sag mal, danach urteilt, wie die Menschen einen wahrnehmen, ne, oder was sozusagen andere über jemanden sagen oder was Lob mit einem macht. Aber sehr, sehr oft eben viele, viele wertvolle Überlieferungen, die wir einfach vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vermittelt bekommen haben, einfach vergessen, ob das jetzt nun dieser Sahabi ist, von dem er gesagt hat, gleich läuft jemand an euch vorbei, während sie sozusagen in der Moschee sitzen, dem wurde das Paradies versprochen. Ja, und dann läuft jemand vorbei und keiner kennt ihn. Hö? Der? Wer soll das sein so? Ne? Wir sind doch immer bei dir und dann kommt eine Sahabi und schläft bei ihm 3 Tage, tut so, als wäre er Reisender, um zu sehen, okay, was macht er?
damit ich von ihm lerne. Also schon, das fängt schon damit an, diese Bescheidenheit. Der große Sahabi geht bei einem, ich sag mal, in Gänsefüßchen, bei einem Nobody, den niemand kennt, schlafen, um von ihm zu lernen. Wer von uns hat diese Bereitschaft überhaupt, von Leuten zu lernen, von denen man weiß, der weiß viel weniger als ich. So. Wir wollen dir nicht mal eine WhatsApp machen. Ja, genau, richtig. So, ne? Also, wir haben ja keine Zeit wie diese Leute. Und dann geht er und dann sieht er irgendwie, der steht noch nicht mal nachts auf. Also irgendwie im letzten Drittel. Das war ja damals übrigens auch ein schönes Thema. Es war ja selbstverständlich, dass die Menschen im letzten Drittel der Nacht gebetet haben, was heute leider eine sehr vergessene Sunna ist. Und dann dann konfrontiert er praktisch diesen Mann und sagt so, wieso wurde dir das Paradies versprochen? Ich verstehe das nicht. Du machst doch nichts Besonderes. Dann sagt er zu ihm, ja, also ich habe wirklich nur so gehandelt, wie ich auch normalerweise bin. Ich habe jetzt nicht Schau gespielt oder so. Dann sagt er, okay, und dann geht er und dann ruft er ihn doch zurück. Der sagt, doch, du, ich habe mich erinnert, vielleicht ist es das, jeden Abend, bevor ich mich hinlege zum Schlafen, verzeihe ich allen Menschen, die mir Unrecht getan haben. Und subhanallah, ich will einfach nur nochmal diesen Fokus darauf legen, dieses Zwischenmenschliche oder, also Zwischenmenschliche, / unser Umgang mit der Umwelt, mit der Natur, mit den Tieren, wie zentral das sein kann und wie entscheidend das letzten Endes ist. Und wir wissen, dass es das Schwerste letzten Endes ist auf der Waagschale, schwerer als unsere gottesdienstlichen Handlungen im Sinne von Gebet, Fasten und so weiter und so fort. Letzten Endes ist ja sogar unser Gebet und unser Fasten und all das, was wir machen, ist ja letztlich Mittel zum Zweck. Letztlich führt es uns ja dazu, um eben einen besseren Charakter, eine bessere Version von uns selbst zu werden. Und das sagt ja der Koran selbst, das ist jetzt auch keine irgendwie gewagte Interpretation, dass wahrlich das Gebet hält fern vom Schlechten und Schändlichen, heißt es ja sinngemäß im Koran. Also da sehen wir diesen Zusammenhang. Also das Gebet hat offensichtlich eine Wirkung, dass es an deinem Charakter sozusagen etwas verändert und an deinen Handlungen. Und ich möchte vielleicht noch abschließen mit einer, wir haben mit Fleisch angefangen und oft bin ich zum Beispiel mit Green Iftar oder auch Node Energy als Organisation der Kritik konfrontiert, wir würden irgendwie auf den Zug aufspringen. So nach dem Motto, heute ist Umweltschutz modern und heute ist das irgendwie ein Diskurs und jetzt versuchen wir auf Teufel komm raus, den Islam irgendwie so zu verbiegen, dass wir auch so wirken. Und das macht mich extrem traurig eigentlich, gerade als wenn wir wirklich Muslime sein wollen, die den Islam für sich als Lebensweise verstanden haben und überzeugt sind davon, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das beste Lebewesen ist, das je diese Welt betreten hat, müssen wir uns eher da die Frage stellen, wieso wissen wir so wenig über unsere Religion, dass das eben so ich sag mal so Begrifflichkeiten wie Fairtrade oder Bio, dass sie eigentlich so manifestiert sind in der Sunna, das ist unmöglich, das sozusagen zu übersehen, wenn man sich halbwegs mit der Sunna beschäftigt. Es gibt zum Beispiel eine einzige, und damit bin ich auch durch, eine Überlieferung von Ibn Abbas. Dann geht es darum, dass ein Mann gerade dabei war, seine Ziege zu schlachten. Er hat sie so zur Seite gelegt und hat sein Messer vor ihr geschärft. Und das war einer der seltenen Momente, wo der Prophet Muhammad s.a.w. sauer wurde. Er hat das gesehen und sagt zu ihm, willst du sie etwa zweimal töten? Warum hast du dein Messer nicht geschärft, bevor du sie auf die Seite legtest? Subhanallah, also wie kann das, allein dieser Hadith, wie kann dieser Hadith mit Massentierhaltung einhergehen? Wo Tiere massenweise gedemütigt werden voreinander, ich will noch nicht mal über irgendwie Schreddern von kleinen Küken reden. Das ist unmöglich, übereinander zu legen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer und da braucht man ganz viel Fantasie, um das hinzubekommen. Und wichtig ist für mich letzten Endes, und das ist auch irgendwo die Absicht von Green Iftar, es geht um einen Prozess. Es geht überhaupt nicht darum, dass irgendjemand hier sagt, okay, ich muss von heute auf morgen mein Leben um 180 Grad drehen. Das geht gar nicht. Das ist auch ungesund. Wir beobachten das immer wieder. Jemand versucht etwas von heute auf morgen, hält es kurz aus und dann wird er vielleicht noch rückfällig, wird er rückfällig und macht vielleicht noch, ich sag mal, schlimmere Sachen als vorher. Dementsprechend geht es darum, wirklich für sich, und Ramadan ist jetzt die Chance, zu sagen, okay, was sind die Punkte, auf die ich mich fokussieren möchte und wo versuche ich noch achtsamer zu sein,
und etwas zu etablieren in meinem Leben. Anfangs wird es anstrengend, aber mit der Zeit soll es zu einer Gewohnheit werden. Und ich versuche auch immer und immer wieder meine Absicht zu erneuern und sozusagen immer wieder all das, was ich mache, mit Achtsamkeit. Ich kann wirklich aus persönlicher Erfahrung, also ich bin mit der Fehlerbehafteste, ohne Frage, aber ich kann von meiner persönlichen Erfahrung einfach sagen, das Leben hat einen ganz anderen Geschmack. Wenn du etwas bewusst machst und wirklich sagst, ich mache das mit einer reinen Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala, das ist etwas ganz, ganz anderes. Es ist unvergleichlich mit irgendeiner Handlung, die man einfach so nebenher macht. Subhanallah, ich fand den Abschluss sehr, sehr schön, ja, weil du hast es auch gesagt, welchen Anspruch haben wir? Und ist es wirklich nur auf einen Zug aufspringen oder ist es eigentlich nur unseren eigenen Anspruch als Muslime und das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu gebracht hat, diese Religion und Botschaft auf der ganzen Welt verteilen zu können, sodass wir gerade einen Podcast aufnehmen. Subhanallah. Yani, das ist der Anspruch, den wir haben, weißt du? Und das ist das auch, was mich ein bisschen traurig macht. Da gehen wir auf ein anderes Thema, aber das, die Geschwister auch mitnehmen sollen für Ramadan, vielleicht die zuhören. Es geht nicht darum, die offensichtlichsten Traditionen oder Sunnen des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Ganz und gar nicht. Es geht darum, dass du richtig in den Clinch mit dir gehen musst, um dein Herz zu weinen. Absolut. Das hat mich jetzt gerade auch Sorge gemacht, dass du mich daran erinnert hast, dass wir kommen und wir argumentieren mit den einfachsten Sachen. Äußerlich was zu ändern, ist sehr einfach. Gewisse Checklisten zu befolgen, sehr, sehr einfach. Aber die harten Sachen, richtig Mann und Frau zu sein letztendlich, ja nee, das ist eigentlich, wofür der Ramadan da ist, dass wir uns dahingehend selber kennenlernen. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Monat erreichen lassen, auch wie kurz die Zeit dahingehend ist, dass das Beste aus ihm rausholen lassen und dass er uns, die Liebsten um uns herum, verzeiht und uns zu Vorbildern für die nachkommende Generation macht. Bruder Bara, vielen lieben Dank, hat mich richtig gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Also es ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre, dabei sein zu dürfen. Allahu Akbar. Gesagt auch, ja. Und Mughal Aspanatala, Glini, ich sage nur eines eurer Erben sozusagen sein lassen, die auch für euch als Sadaqa Jariya. Amin. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Salam.